Willkommen zurück bei einer neuen Runde Enna, einer ganz kurzen Aufnahme. Ich habe jetzt gerade schon mal aufgenommen, nur leider ist mir dann das Spiel abgeschmiert und ich versuche es einfach mal, ja, einfach nochmal. Ich habe aber in der Zeit, muss ich wirklich zugeben, das müsste mir jetzt glauben, nichts geschafft und nichts herausgefunden. Also fange ich hier nochmal von neu an. Ich habe nur diesen Raum nochmal untersucht und ein bisschen zusammengefasst, was ich bis jetzt gefunden habe und bin dann Märchen von nah und fern. Ich muss sagen, das habe ich gerade übersehen. Also es ist doch eigentlich jetzt gut gewesen, dass das Spiel abgestürzt ist. Naja, dann mal weiter. Kann ich mir die Bücher übrigens... Nein, das sind unsere Dokumente. Die kann ich mir leider nicht anschauen. Naja, dann wollen wir doch mal wieder raus aus diesem wunderschönen Raum. Ich finde ihn ja wirklich ein bisschen schön. Ich dachte nur irgendwie, das wäre hier alter Käse oder so. Und da weint sie wieder. Da weint sie wieder und ich würde sie ja auch gern aus diesem Raum rausholen. Ich bin mir ja fast sicher, dass sie hier drin ist. Obwohl, da habe ich aus anderen Spielen hier eigentlich schlechte Erfahrungen. Ich sollte nicht durch Türschlitze gucken. Man hört aber auch, dass das Weinen lauter wird. Wenn ich da an der Tür so ein bisschen horche, wird das Weinen lauter. So, was ich gerade erzählt habe, ist, ich möchte jetzt hier unbedingt was machen, weil wir konnten da den Haken ja runterlassen. So, und mit den Haken... Moment, ich kann die Kette nochmal angucken. Eine Kette, die mit einem Mechanismus verbunden ist. Na, den Mechanismus haben wir ja hier. So, und irgendwas kann ich da hochholen. Dann habe ich noch probiert, irgendwie mit den Rituellen durch, wie wir das ja aus dem normalen Enna-Teil kennen. Dass ich hier mit der Wasserpfütze was machen kann, das hat natürlich nicht funktioniert. Hier konnte ich auch nichts machen. Und dann kam mir eine Idee... Irgendwelche Sachen jetzt einfach versuchen dran zu hängen. Das klappt nicht. Das wird auch nicht klappen. Moment. Nein, weg. Die gekrümmte Klinge. Auch nicht. Vielleicht das Werkzeug. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe im Moment keinen Plan. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Lampe. Die Lampe geht, die Lampe geht, die Lampe geht. Aber warum eine Lampe? Wollen wir das von da unten ausleuchten? Hallo? Ja? Ja, wer ist denn da? Ich habe noch keine Angst. So, weiter geht's. Herunterlassen. Also, ich weiß nicht, was wir jetzt mit der Lampe hochholen. Lampe. Eine Öllampe. Es ist noch etwas Öl darin. Ach, ich weiß was. Ich weiß was. Funktioniert das? Bitte sag ja. Es funktioniert. Okay, jetzt macht es, glaube ich, Sinn. Ach, sieh mal eine an. Das Licht ist nicht länger blockiert. Aber es ist noch zu schwach. Ah, da sehen wir, was da... Ist das ein Gesicht? Das sieht ein bisschen aus. Ne, da oben, wie so ein Gesicht. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Warte mal, eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat es... Ja, das kennen wir ja schon, das kennen wir ja schon. Also das ist jetzt wieder schwer. Mit der vollen Feldflasche kann ich da nichts machen. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt aber nochmal das rituelle Messer nehme... Ich achte jetzt ab und zu natürlich auf die Anzeige links. So, jetzt haben wir die Schlange wieder. Auf dem Schwert, was eigentlich ja ein Dolch ist. So, wo haben wir es denn? Jetzt muss es irgendwo hier sein. Das klappt ja eigentlich ganz gut jetzt für den Anfang. Und es funktioniert natürlich nicht. So. Es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Und sie weint und sie weint. Und ich würde ihr sehr gerne helfen. Hallo? Und ich höre Geräusche die ganze Zeit. So links und rechts von mir. Und guck mal, wir haben doch hier überall Kerzen. Wie viel Licht möchtest du denn noch haben? Soll ich vielleicht...
Soll ich sie da hochholen? Kann ich das überhaupt? Ja? Ah, okay. Es ist trotzdem... Die Lampe kann ich wahrscheinlich nicht nehmen. Eine Öllampe. Nein. Ich zündete sie an. Natürlich. Aber was brauchst du noch, um noch ein bisschen heller zu strahlen? Vielleicht die weichen Wurzeln? Wahrscheinlich nicht. Nein. Vielleicht nochmal anzünden? Also jetzt... Nochmal? Das verstehe ich nicht. Aber mal schauen, was uns jetzt gesagt wird. Das Licht ist nicht länger blockiert. Aber es ist noch zu schwach. Also wieder das Gleiche. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal hier rausgehen. Aber was meinen die mit, das Licht ist nicht länger blockiert? Ich laufe jetzt nochmal ein bisschen hier rum. Die können wir nicht mitnehmen. Nein. Was ist das denn hier? Warum wackelst du so rum? Hör auf damit. Ach, Mensch. Da, ich weiß ja nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber... Ne, wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, auf der rechten Seite meines Headsets auf jeden Fall, höre ich sie weinen. Und schluchzen. Ja, ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin gerade auch ein wenig ratlos. Ich glaube aber, dass ich hier... Ich kann ja... Kann ich hier raus? Will ich wirklich fliehen? Ich habe das Gefühl, dass ich das Haus nicht mehr betreten kann, wenn ich gehe. Oh, nein, nein, nein. Nein. Warum haben wir überhaupt die Möglichkeit zu gehen dann? Hier kann ich auch noch nichts machen. Ich kann keine der Kerzen mitnehmen. Das finde ich gerade auch ein bisschen doof. Aber hier irgendwas. Kann ich vielleicht... Nee, wahrscheinlich kann ich das nicht. Laufen hier drauf? Nein. Das ist natürlich... Das ist wirklich blöd. Ich möchte da rein. Jetzt dachte ich, mein Gott, ich habe jetzt so einen, ja, so einen guten Lauf hier und kriege das irgendwie hin. Aber nein. Wasserpfütze. Das sind Steine. Das ist keine Wasserpfütze. Ich muss hier rein irgendwie. Wie bin ich denn das letzte Mal an den Schlüssel gekommen? Oh. Ja? Herein. Nein, da ist keiner. Also gesehen haben wir auch noch nichts. Was war das jetzt? Kann ich da jetzt rein? Nee, kann ich nicht. Was war das? Also, theoretisch ist die Tür jetzt eigentlich auf. Anna! Ich komme gleich rein. Ich muss nur irgendwie trotzdem noch einen Schlüssel finden. Hallo? Na? Nein, ich kann da nicht reingucken. Das war jetzt etwas unheimlich. Ich weiß nicht, wieso ich da so ein... wieso ich da jetzt dieses Augensymbol hatte, aber... Ach! Das ist anscheinend eine Lebensleiste. Ahornblätter. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso ich das nicht durfte, aber ich durfte das anscheinend nicht. Ich habe aber damit jetzt auch nichts ausgelöst. Also, kleiner Anhaltspunkt wäre wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Würde ich ja jetzt sehr begrüßen. Und sei es nur, dass mich irgendjemand wieder mit Dosen bewirft. Der Ofen ist kaputt gegangen. Ja, und du kannst ihn reparieren, indem du diese Luke aufmachst, aber für dieses, oder für, ja, für das Lager brauche ich, um es zu öffnen, eine Eisenstange, ein Brecheisen. Was möchtest du von mir? Was kann ich mit der Wasserpfütze verwenden? Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht die weichen Wurzeln? Ich wage es stark zu bezweifeln, ja. Feuerzeug natürlich nicht. Und natürlich auch nicht die Ahornblätter. Ich weiß nicht, wieso ich die noch habe. Also ich muss sagen, ich kenne mich. Ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich jetzt wieder ziemlich dämlich anstelle. Aber es ist verdammt schwer diesmal.
Finde ich. Also mir, die Rätsel erschließen sich mir einfach nicht. Das heißt ja nicht, dass das negativ ist. Nur für so ein Let's Play ist das natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier die ganze Zeit rumirre und nicht weiß, was ich machen muss. Ich gehe jetzt nochmal in die Werkstatt.